Servus, du bayerischer, klitzekleine Cthulhu da draußen vorm PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen allererste Folge von Abyss, The Raids of Eden. Zu Deutsch, Abyss, die Geister von Eden, Sammeledition, ein Wimmelbildspiel aus dem Hause Artifacts Mundi. Schön, dass du hier dabei sein möchtest bei diesem brandheißen neuen Let's Play Projekt auf diesem Kanal. Ja, ich möchte mal wieder ein Wimmelbild-Spiel-Let's Playen. Ich habe dieses Spiel entdeckt bei meinen süßen Herzchen in NoriLP, als sie mir ihre Spielsammlung gezeigt hat auf Steam. Ist mir dieses ins Auge gesprungen. Diese Krake vor allem erinnert mich an Cthulhu. Und ich bin gespannt, ob auch hier irgendwie was Krakenartiges uns, naja, erhaschen möchte. Dieses Wimmelbild-Spiel möchte ich spielen. Ich möchte es entdecken, mit euch erleben. Und wir haben schon mal gesehen in der Anfangsszene, ein junger Herr hat wohl Eden gefunden und wollte es untersuchen. Und dann hat ihn was angegriffen. Guter Klassiker. Und wie es jetzt weitergeht, werden wir jetzt erleben. Wir werden jetzt spielen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden gefragt, ob wir auf einfach oder auf fortgeschritten spielen sollen. Ich bleibe mal auf fortgeschritten. Hier ändert sich nur, aktive Zonen werden nicht angezeigt. Ich probiere es jetzt aus. Weather like this is life-threatening to divers, the Coast Guard warned me. They were right, of course. But I couldn't leave Robert beneath the ocean's battering waves. They'd already spent several days looking for him without so much as a trace. They say his survival is highly unlikely. But I can't believe that. I won't believe that. I know he's alive. And he needs me. Wherever he is. Und jetzt geht's gleich direkt los. Benötigst du eine kleine Einführung? Nein. Einige Wimmelbildspiele habe ich schon gespielt. Was für eine schöne Szene. Ich habe mal auch bis hierhin reingeguckt. Wir spielen jetzt seine Freundin oder seine Frau und sie sucht ihn. Zwei Herzen sind einfach stärker und sie glaubt, dass er noch lebt. Dass es ihm gut geht und sie will ihn suchen. Und ja, vielleicht lauert aber auch das Böse auf uns. Ja, wir schauen uns noch ein bisschen hier um. Es ist auch eine Sammleredition. Ich weiß nicht, was wir sammeln können, aber hier glitzert schon nochmal ein Wimmelbild. Da klicken wir mal drauf. Ah ja, man darf hier auch was spielen, um das hier zu skippen. Habe ich auch schon öfters gesehen, darum erzähle ich das. Und das schauen wir uns aber auch mal so an. Aber erstmal möchte ich hier diese ganzen Aufgaben, diese ganzen Wörter suchen. Seepferdchen. Mantarochen habe ich hier schon mal gesehen. Stahlzylinder, Clownfisch, versteckt sich irgendwo ein Seestern, Harpune, Garnele, Seeigel, Blasen, Kreten, Qualle und Perle. Da sind schon mal Kreten, die nehmen wir hier. Und den Mantarochen, den nehmen wir einfach so gleich mit in die Hosentasche. Die Qualle hier? Perle wird wahrscheinlich hier versteckt sein. Ach, du musst es natürlich aufkriegen mit dem Messer. Schauen wir mal, hier ist ein Messer. Ja, so funktioniert das. Und dann haben wir die Perle. So, Blubberblasen brauchen wir hier. Ich weiß noch gar nicht wo. Wahrscheinlich das Ventil irgendwo dran bringen. Vielleicht dann.
haben wir auch mitgenommen. Einen süßen Seeigel. Wo ist er denn? Den habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Den kann ich untersuchen. Die Gesichtsmaske ist festgeschraubt. Da brauchen wir noch sehr Seesternen. Wahrscheinlich das hier. Aha, da ist was drin. Erinnert mich gerade an Bioshock ein bisschen. Auch ein sehr cooles Spiel. Und da ist ein netter Clownfisch drin. Das ist er doch. Da haben wir doch. Die Garnele, ne? Das ist keine Garnele. Aber da. Der Seeigel. Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Wahrscheinlich habt ihr den schon längst entdeckt. Ich hoffe, die Musik ist auch nicht ganz so laut. Ich finde sie unverschämt laut. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, da ist auch noch irgendwas. Das könnte das Roberts... Könnte das Roberts Leuchtstab sein? Das ist eine Frage. Aber hier gibt es sonst nichts. Stahlzylinder. Ist das ein Stahlzylinder? Nee, das war die Harpune. Ach, das Seepferdchen. Habe ich auch noch nicht so wahrgenommen. Ich rede da um den heißen Brei herum. Brei. Das bist du nix. Das will sie nicht, aber es gibt, glaube ich, auch Strafen dafür. Ach, das See. Oh, das war aber gemein, Gott. Ja, Stahlzylinder. Was ist das? Das könnte ein Stahlzylinder sein, okay. Verschmutzer der Meere. Wir haben das gelöst. Das kleine Minispiel machen wir mal auch. Das neue Objekt gefunden. Einen Wrackschlüssel. Werden wir brauchen. Und dann haben wir hier noch was. Weiß nicht, was das ist. Ein 3-Stiftschalter. Das ist Robert. Hallo, Robert. Da geht es ihm noch ganz gut. Hier taucht er. Hier ist noch ein Hai. Oh je. Dann hier der Kran, was wir hier auch haben, mit ganz viel Blubberblasen. Und dann die Szene, die wir jetzt hier kennen. Und da wird er ja begrüßt anscheinend. Irgendwie so ein Schatten. Immer noch ein Schatten? Ziemlich düster. Das Haus ist davon. Das war's. Obwohl er fotografiert. Ja, hat er sich gemerkt. Wurde fotografiert. So, kann man noch hier irgendwas mitnehmen? Nein? Okay. Das wurde da rausgeploppt. Muss mal schauen. Kann ich auch hier was? Ich frage mich, wohin es führt. Ist auf jeden Fall kaputt. Ist durchgeschnitten hier vielleicht. Hier ist ein Tipp. Das brauche ich nicht. Ich glaube, wir sollten das mal da wahrscheinlich hingehen. Ja. What? What was that? Is there someone alive inside? Dann könnte ich auch hier noch was mitnehmen. Ein Schüsselgriff. Was ist das? Seestern. Roberts Leuchtstab. Er hat mir damit immer einen Spruch beim Tauchen hinterlassen. Das ist also seins. Also ist er hier. Wir sind auf den richtigen Spuren, unseren Freund zu retten. Neues Ziel, das Schiffswrack. Natürlich gehen wir da gleich rein. Brauchen wir wahrscheinlich. Aber da habe ich gar nicht drauf geklickt. Ich habe eigentlich hier hingeklickt. Ja. Gut, dann erst einmal das wahrscheinlich das Runde. Und dann hier den Schlüsselgriff. Und es geht auf. Und natürlich flutet es. Erst einmal das arme Kind, was da drin ist. Ja, genau, wir müssen das wahrscheinlich abfließen lassen. Schauen wir noch ein bisschen um, aber machen wir das mal. Okay. Dann nehmen wir noch hier was mit. Ein Drahtschneider. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, nicht. Oh. Und du schmeißt es mir auch noch gleich raus. Das wollte ich ja gar nicht. War nur bloß zu schnell beim Klicken. Ein Rätsel. Sieht nach einem 3-Stift-Einschub aus. Oder auch kein Rätsel, sondern einfach nur ein 3-Stift-Schalter. Alles klar?
Aha, ein Merkrätsel. Nee. Das war jetzt fast nur geraten, aber jetzt kriegen wir es raus. War nicht schwer. Ach, da ist das eigentliche Rätsel. Steht da irgendwo, was man machen muss? Nö. Nee. Also das ist hier fest. Jetzt müssen wir unseren Weg finden. Ach, der Strom... Die Stromschalttafel fehlt. Ach, das können wir noch gar nicht machen. Dürfen wir noch nicht. Eden feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Trotz allseitigen Unglaubens scheint unser Projekt fraglos ein Erfolg zu sein. Unsere neue, gerechte und erleuchtete Gesellschaft ist beispielhaft für alle Nationen. Das ist tatsächlich eigentlich Bioshock. Rapture. Ob Eden oder Rapture. Manche Menschen verkriechen sich gerne im Meer. Aber wir können da gar nicht rein, oder? Drahtschneider. Wo kann ich meinen Drahtschneider einsetzen? Vielleicht draußen? Vielleicht hier? Nee, das nicht. Nee. Drahtschneider. Ja, vielleicht kann ich es auch bei dem Rätsel hier einschneiden. Müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. Da es ja jetzt nicht leuchtet oder sowas. Ah ja. Da kann ich hin. Da kann ich das hier aufmachen. So weit war ich noch gar nicht. Ja, da fehlt was. Das nehmen wir jetzt mit hier. Eine Schalttafel. Das ist sie. Das brauchen wir. So, jetzt können wir es machen. Rätsel. Arrangiere die Plattenstücke so, dass durch alle Kabel Strom läuft. Arrangiere vor allem. Das könnte hier ganz gut reinpassen. Da. Das könnte hier vielleicht ganz gut reinpassen. Ja, läuft. So, das könnte vielleicht hier passen. Also das wäre eins. Kann ich das noch drehen? Ja, das würde wahrscheinlich hier passen. Dann würde das hier noch nicht passen, weil dann tue ich dich mal nochmal rausschmeißen. Dann mache ich das lieber so. Ach, das ist irgendwie komisch. Ja, das würde... Kann ich das nicht umdrehen? Wäre jetzt möglich, ja. Weil wenn ich es jetzt umdrehen täte, dann täte es ja auch passen. Weil alles andere erscheint mir sehr logisch. Ich schaue nochmal, ob ich da irgendwas kann, ne? Kann ich ja eigentlich praktisch hier nur nach oben bringen. Ah, das funktioniert schon. Also das wäre auch... Wäre das richtig? Ich frage mich, wo soll ich den hinbringen, ne? Weil hier bleibt mir ja auch nur eins über. Obwohl, ich kann ja auch das so machen, natürlich, ne? Dann stimmt das ja hier eigentlich gar nicht so richtig. Nee, drehen kann ich das echt nicht. Upsala. Also das davor hat mir besser gefallen, wa? Also drehen kannst du es nicht. Dann fällt dieses Teil erstmal weg. Schade eigentlich. So eine Gemeinheit. Ja, würde eigentlich natürlich passen. Ähm.
So? Aha. Das scheint also dann zu stimmen. Hier auch wohl. System. Bald funktionieren alle Systeme. Bald ist alles wieder online. Ganz geschafft, Jubel, freu. Jawohl, es funktioniert. Wir haben wieder Strom. I'd better be careful. This wreck seems extremely unstable. Junge Mann. Oh. Das Schiffswrack. Und mein Herz pocht. Wir haben hier. Ja, ein Skelett. Den geht schon lange nicht mehr gut. Wir erhalten einen Schlüssel von ihm. Man hätte sich ja fast denken können. Gibt's sonst noch was? Gott sei Dank. Aber es ist großartig nicht Robert, aber hier, der da. What is that thing? It looks more human than sea creature, but those eyes. Ja, okay. Eine Nachricht steht da. Die Maschine sollte die Konsole betreiben. Immer noch nicht. Ein Schlüssel. Nutzen wir gleich. Ich schaue nämlich noch ein bisschen um. Wahrscheinlich können wir nach diesem Abenteuer ein Spiel spielen noch. Wegen Sammleredition. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas sammeln können. Ob da noch was kommt. Na gut, dann nehmen wir das hier. Guck mal ein bisschen Fernsehen. This is Robert Marceau. I'm trapped inside some underwater facility. Can anybody hear me? I repeat, this is Robert Marceau. What's going on? Oh no. Wir stürzen ab. Das kam sehr unerwartet. Where am I? What is this place? Es scheint uns noch allen sehr gut zu gehen. Das schaut aus wie eine Unterwasseranlage. Könnte Robert hier sein? Vielleicht. Jetzt ist alles noch mehr kaputt als vorher. Ich wollte gar nicht raus. Ich wollte noch hier bleiben. Bleib ruhig liegen. Ich komme wieder, mein Freund. Ah ja, ist nur Kabelsalat. Ich kann den Hammer nicht fassen. Heißer Dampf, ich habe gar nichts. Kann momentan nicht machen. Tschüss. Das wollte ich eigentlich auch nicht, aber ich bin jetzt einmal hier. Darf ich das mitnehmen? Jawohl. Weil es mich ja gerade so schön anlacht. Ein spitzer Stab hier. Auch die Musik ist wirklich herrlich, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Noch mehr Blubberblasen. Ah, das habe ich jetzt mitgenommen. Das ist so eine Stütze, das. Stahlstrebe. Ja. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ich will bloß nichts über... Ja. Wenn ich was suche, dann zurücklassen. Ich habe da immer die Maus im Bild. Why does it want to scare me away? Okay. Hat mich wieder da angekriegt. Der Lümmel. Der will unbedingt, dass ich da rein will. In seine Hut. Weil da hat er mich. Das weiß er. Er kennt sich aus. Okay, dann wollen wir mal zum Stadttor. Auch hier ist mein Freund zu finden. Er hat auch da sich schon mal verewigt. Bin ich schon hier. Das bedeutet, glaube ich, Frieden. Das soll Frieden sein. Hier fehlt es. Ich weiß nicht, was die Statue repräsentieren soll. Sie ist beschädigt.
Der Vogel fliegt auch, ne? Ja, auch so kein Kontakt. Ich brauche zuerst etwas, um die Korallen zu entfernen. Das doch vielleicht? Ja. Das doch vielleicht noch? Ne. Habe ich jetzt nicht. Ich habe keinen Hammer. Aua. Was soll das? Das sind leider Krebslein. Die sehe ich jetzt erst gerade. Gut. Achso, ein Tipp. Das wollte ich gar nicht. Habe ich jetzt auf Tipp gedrückt? Nein. Das Spiel, der Geist verwirrt mich. Er lässt mich etwas tun, was ich nicht wollte. Was ist das? Ich will doch dahin. Da. Ja. Ist nur Krebs, einfach nur. Der tanzt. Ja, gut. Weiter zurück kann ich nicht. Schauen wir mal, vielleicht kann ich hier nochmal was machen. Hier oben. Was ich jetzt nicht glaube, aber. Nee. Wisst ihr, ich drücke einmal drauf und dann geht das schon wieder zurück. Ich wollte das noch gar nicht. Ich brauche noch einen Hammer. Oder sowas. Wozu brauche ich jetzt eine Stahlstrebe? Vielleicht doch für draußen? Hier ist nicht ganz so viel möglich. Ja, gut. Völlig für... Oh, ich sehe schon, ich überziehe gerade. Ups. So kann man es auch sagen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Da komme ich nur hier rein. Ja gut, ich mache erstmal mal hier kurz Schluss für die erste Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Und nächste Folge geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Chroniken offline.